Das ist das wohl günstigste WIC AC-DC-Schweißgerät aller Zeiten. Ich habe das Gerät in der Werbung gesehen und da musste ich wirklich zweimal hingucken. Das heißt, wir haben hier eine digitale Steuerung. Wir können sämtliche Parameter einstellen, eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, mit unglaublichen Möglichkeiten. AC-DC bedeutet, wir können Stahl, Edelstahl, aber auch Aluminium schweißen. Wir haben selbstverständlich bei dem Gerät auch eine Spot-Funktion, wo man wirklich alles einstellen kann, was man sich irgendwie vorstellen kann. Gerät hat einen unglaublich großen Lieferumfang und jetzt kommt es, der Preis, das ist wirklich der absolute Hammer. Das Gerät kostet 341,99 Euro aktuell. Also es ist wirklich extrem günstig, extrem bezahlbar. Und ich habe das Gerät in der Werbung gesehen, habe das auf dem Sonntagabend bestellt. Dienstagmittag hat der Postbote geklingelt, hat mir das Gerät vorbeigebracht. Ich bin natürlich mit dem Gerät sofort in die Werkstatt geschossen. Wir fangen an und wir gucken uns erstmal den Lieferumfang an und dann werden wir das Gerät mal auf Herz und Nieren prüfen, was damit wirklich für den Preis möglich ist. So, wir packen das mal in Ruhe aus. Fängt erstmal mit völlig nutzlosen Sachen an. Das heißt, das ist ein E-Handschirm, so ein älter. Der ist auch mit dabei. Dann ist hier eine Drahtbürste damit bei. Kann man sagen, ja, die kann man noch gebrauchen. Hier ist der Griff für den E-Handschirm. Das ist also alles Murks, aber jetzt wird es spannend. Das ist ein Massekabel, 13er Dinse, ist relativ leicht, wird natürlich Aluminium sein. Das ist ein E-Handkabel, fühlt sich auch eher leicht an. Aber auch von der Qualität her nicht so verkehrt, rein optisch. Wir haben hier nur einen ganz normalen Gasschlauch. Wir haben also keine Schnellkupplung oder irgendwas. Dann wird es aber spannend. Das ist ein richtig schönes, leichtes, filigranes Schlauchpaket. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Ist gerade für den gelegentlichen Anwender, der nicht mit so viel Leistung arbeitet, alles andere als verkehrt. Wir haben hier ein normales Düsenset. Und dann kommt das, was man sonst normal eigentlich nicht findet. Hier ist sogar ein Druckminderer dabei. Das heißt, ein Druckminderer, sogar in der Form hier mit Flowmeter, dem kann man also richtig schön WIC schweißen, wenn er natürlich funktioniert. Dann haben wir hier einen Fußtaster. Das ist also kein Schalter, mit dem man irgendwas regulieren kann, sondern es ist ein ganz normaler Taster an-aus. Der ersetzt dann im Prinzip den Kollegen hier. Und man sieht auch bei dem Gerät, das Gerät kann keinen Fußschalter in irgendeiner Form benutzen, sondern nur einen ganz normalen An-Aus-Taster. Aber trotzdem ist sowas hier auch im Lieferumfang. Hat ein längeres Kabel dabei, also sowas kann man wirklich auch immer gut benutzen. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung und natürlich zwei Schälen. Mit den Schälen können wir dann unseren Gasschlauch festmachen. Das war es im Prinzip. Und ich sage mal, gerade dieser Druckminderer hier kostet mindestens auch mal 30 Euro. So ein Fußpedal kostet auch ungefähr 20 Euro. Da hat man schon wirklich einen massiven Mehrwert. Das sind gerade so zwei Punkte, die findet man normal bei Schweißgeräten nicht, die auch deutlich, deutlich teurer sind. Also vom Lieferumfang und von der Lieferzeit kann man hier überhaupt nicht sagen, das ist absolut top für das Preisniveau. So, ich mach's mal spannend. Ich versuche mal, den Druckminderer auch gleich anzuschließen. Weil was mich wundert, in einem normalen Druckminderer habe ich vorne immer eine Dichtung drin. Und hier in dem ist überhaupt keine Dichtung drin. Hier habe ich eine Dichtung normal. Hier ist keine drin. Ob das trotzdem abdichtet, ich weiß es nicht. Und das ist das, was ich mir eben auch schon gedacht habe. Das System ist überhaupt nicht für unsere europäischen Flaschen hier geeignet. Das heißt, die Überwurfmutter, die kommt gar nicht an diese Stelle ran hier. Das hier innen, das passt alles nicht. Also das System ist auf jeden Fall nicht für handelsübliche Flaschen in Europa geeignet. Das ist so eine ganz normale Flasche aus dem Baumarkt, Argon 4.6. Und hier kann man so einen Druckminderer nicht anschließen. Das heißt, der ist schön, dass er im Lieferumfang dabei ist. Aber so wie der hier geliefert wird, kann man den bei uns nicht einsetzen. Ich habe die Gasversorgung jetzt mit so einem kleinen Dongle hergestellt. Das heißt, die nutze ich immer und dann gehe ich daran mit einer Schnellkupplung ganz normal ran. Das funktioniert wirklich am besten. Ich habe den Rest ja auch alles installiert. Das funktioniert auch völlig problemlos. Sind Standardkomponenten, das funktioniert wirklich gut. Was auffällt, ist die Massezwinge. Die ist nicht so sonderlich gut von der Qualität. Wahrscheinlich irgendwo natürlich dem Preis geschuldet. Und man sieht das immer mit diesem Bändchen hier. Dieses Bändchen, das ist sehr unglücklich, dass das so kurz ist. Wir haben aber viele
viele Hersteller so. Das heißt, man kommt hier mehrfach gegen, wenn man das hier randrückt, zum Beispiel an einen Tisch oder an ein Bauteil, dann löst sich das gerne mal hier oder der Kontakt kommt hier rüber oder der Kontakt kommt halt nicht richtig hier rüber. Und das sorgt dann dafür, dass man da Probleme hat. Und das sorgt dann halt auch dafür, selbst wenn die Hochfrequenzzündung gut ist bei so einem Gerät, dass das Gerät nicht vernünftig zündet. Hier ist das zum Beispiel viel besser gelöst. Das ist eine Klemme, die ich immer verwende. Da ist das Bändchen deutlich, deutlich länger. Man kann da also nicht mehr gegenkommen. Und gleichzeitig ist das hier nahezu schon ein Grifftrainer. Also das ist eine richtig gute Klemmkraft. Kostet natürlich einen Euro mehr. Und da relativiert sich natürlich auch immer so ein bisschen der Preis. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, die Steuerung, das sieht schon wirklich alles toll aus. Mit dieser grafischen Visualisierung ist es sehr, sehr intuitiv von der Benutzung her. Man muss sich da also nicht lange in irgendwelche Bedienungsanleitungen reinlesen. Einfach gucken, was man machen will, die dementsprechenden Parameter einstellen und dann kann man losschweißen. Also es ist schon auf einem sehr, sehr schönen Niveau. Die Steuerung ist jetzt im Prinzip sehr simpel. Wir haben hier diesen Home-Bildschirm, auf den kommt man immer wieder zurück, wenn man hier links den Taster drückt. Und jetzt haben wir hier die grundlegende Auswahl, was man machen will. Wir haben hier also ganz normal das Wickschweißen mit Gleichstrom, Wickschweißen mit Wechselstrom. Wo war das jetzt? Hier ist Wickschweißen mit Wechselstrom. Dann haben wir zu beiden Varianten auch immer ein Programm mit dem sogenannten Puls. Und haben das Elektronenschweißen. Und wenn ich jetzt irgendwas hier schweißen möchte, dann gehe ich einfach immer in diesen Bereich rein. Wenn ich wieder raus will, dann gehe ich hier mit dem Taster einfach wieder raus. Wir gucken uns mal exemplarisch das DC-Tick-Schweißen an, also das Wickschweißen mit Gleichstrom für Stahl und Edelstahl zum Beispiel. Ich wähle das hier aus, gehe hier rein. Kann jetzt hier verstellen, mit wie viel Leistung ich das schweißen möchte. Das wird hier hinten auch schön gezeigt. Da wird gezeigt, für welche Materialstärken das Ganze geeignet ist. Bin ich ungefähr bei 90 Ampere pro Millimeter Materialstärke, also kann ich mitgehen. Ich habe hier unten die Möglichkeit, 2-Takt, 4-Takt, aber auch einen Spot und einen Spot mit Repeat, also mit Wiederholung einzustellen. Um das Ganze einzustellen, da habe ich eben auch ein bisschen gefummelt, muss man hier einmal länger drauf drücken, muss dann wieder noch mal länger drauf drücken, lässt dann los. Dann ist man hier 2-Takt, 4-Takt, Spot oder ein Spot nach dem anderen. Wir gehen hier erstmal in den 4-Takt und genauso kann ich hier auch auswählen, wie ich diese Spotzeit einstellen möchte. Das machen wir aber alles nachher. Hier kann ich einen Spot einstellen bis zu 0,01 Sekunden. Raus geht man dann wieder mit dem Taster und ich habe selbstverständlich die Möglichkeit, die komplette Schweißrampe einzustellen. Der Lüfter läuft hier permanent bei dem Gerät. Ich habe bei der Startrampe in allen Werten 0 eingestellt. Kann jetzt hier vorne anfangen, halbe Sekunde Gasvorströmzeit, 20 Ampere für den Startstrom, halbe Sekunde für die Startrampe, dann die Ampere, die ich zum Schweißen nutze, je nach welcher Materialstärke. Ich würde hier 2 Sekunden für die Absenkzeit einstellen. Das sind so Standard-Einstellungen. Dafür gibt es ja zum Beispiel meine Werkstattkarte. Hier ist der Endstrom und dann ist hier die Gas-Nachströmzeit. Kann man hier auch alles vernünftig einstellen. Das Wichtigste bei einem Wickschweißgerät ist natürlich, dass es vernünftig zündet und dass es vernünftig schweißt. Ich habe hier einen ersten kleinen Schweißversuch gemacht. Das ist eine 6 mm Stahlplatte mit einem 2 mm Vierkantrohr. Habe das als Kehlnaht verschweißt, vorher seitlich geheftet. Beim Heften merkt man gleich, das Gerät zündet wirklich butterweich. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Da gibt es nichts dran zu meckern. Auf der anderen Seite habe ich hier die Kehlnaht beidseitig geschweißt und das kann man optisch beurteilen. Das sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Ich habe das Ganze mit 160 Ampere geschweißt, also und richtig schöne, schnelle Kehlnähte hier reingezogen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Was man beim Wickschweißen natürlich immer sagen muss, Wickschweißen ist nichts, was man nebenbei macht. Das muss man ein bisschen üben, das muss man ein bisschen lernen. Dazu verlinke ich natürlich auch immer was in der Beschreibung. Aber das Gerät an sich kann hier wirklich sehr gut wickschweißen. Also das funktioniert sehr gut. Schweißeigenschaften, Zündeigenschaften, da gibt es wirklich nichts zu meckern.
Stahl schweißen können viele Geräte. Jetzt wollen wir gleich auch mal Aluminium ausprobieren. Dafür gehe ich hier einfach raus, gehe dann in AC-TIC. Hier muss ich wieder die Parameter einstellen. Die Schweißrampe habe ich eben schon mal schnell eingestellt und habe dann hier noch zusätzliche Parameter. Das erschließt sich mir nicht hundertprozentig. Das muss die Balance sein. Die stelle ich immer auf 40 ein. Und hier hinten kann ich dann die Frequenz einstellen. Bei der Frequenz nehme ich einfach mal 80 Hertz und dann ist es im Prinzip das Gerät für Aluminium eingestellt. Ich habe eine Wolframelektrode, eine pinke Wolframelektrode, die bildet eine schöne Kalotte. Die kann man für Stahl, für Edelstahl, für Aluminium nutzen und dann können wir mit dem Gerät halt ganz normal auch Aluminium schweißen. Und auch das Aluminium-Schweißen, das klappt hier wirklich akkurat. Also die Zeiten sind schon länger vorbei, wo man sagen konnte, günstigere Geräte, die können nicht vernünftig Aluminium schweißen. Aber das ist hier wirklich auch ein schönes Niveau. Funktioniert gut, kann man nicht meckern. Ich habe hier bisher nur zwei Strichlagen gezogen. Ich habe mal hier ein Blech verlaufen lassen, das heißt mit viel Leistung einmal das Ganze verlaufen lassen. Und ich habe es hier einmal vernünftig geschweißt. Und das sieht alles von den Ergebnissen wirklich akkurat aus. Das ist ein schönes Schweißverhalten. Das bricht schön die Oxidschicht auf und dann kann man da richtig schön mit Aluminium schweißen. Das Letzte, was wir uns heute noch angucken, wir werden sicherlich auch noch mal mehr Videos zu dem Gerät machen, ist natürlich die Spot-Funktion. Spot-Funktion oder das sogenannte Cold Welding ist natürlich auch immer extrem interessant. Und das bietet das Gerät halt auch und das auch in einer sehr ausgereiften Funktion, wie es aussieht. Das heißt, ich muss jetzt hier ganz einfach beim Viertakt, wenn ich hier ein bisschen länger drauf komme, komme ich da rein. Jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen länger drücken, lasse los und dann kann ich auf Spot gehen. Dann bin ich im Spot, dann gehe ich einen weiter, drücke wieder ein bisschen länger, lasse los und dann kann ich die Spotzeit einstellen. Dann kann ich hier jegliche Parameter einstellen und wir wählen hier einfach mal, ja, machen wir mal 0,11, hört sich gut an. Spot-Intervall brauchen wir nicht. Wir wollen erstmal ganz normal immer nur einen Spot loslassen, wenn wir damit schweißen. Ich habe jetzt hier die 160 Ampere eingestellt und das ist im Prinzip schon alles. Jetzt habe ich mit 160 Ampere immer einen Punkt mit 0,11 Sekunden. Das Spotten ist jetzt am Ende ein Wermutstropfen, das muss man ganz klar sagen. Ich habe das hier gemacht, die Spot-Funktion funktioniert. Was nicht funktioniert, ist diese Gasnachströmzeit. Und das sorgt dafür, dass diese Nähte dann doch schon relativ dunkel werden. Ich habe es hier übergebürstet, das sieht man an diesem Würfel. Das heißt also im warmen Zustand rüber, dann kriegt man es hin. Aber Sinn und Zweck ist das natürlich nicht. Ich habe mit den Einstellungen rumgespielt, ich habe jetzt hier alles Mögliche noch probiert, aber man kriegt es einfach nicht hin. Mal an dem Blech hier kann man das schön sehen, da sieht man, das ist schon relativ dunkel. Wenn ich normal solche kleinen Fixpunkte hier machen würde, die wären nahezu weiß. Das kann ich also mit der Gasnachströmzeit einstellen. Und hier stimmt irgendwo die Gasnachströmzeit nicht. Ich denke mal, dass ich da jetzt nichts verkehrt gemacht habe, weil ich auch ein bisschen rumexperimentiert habe, alles Mögliche ausprobiert habe. Ich denke mal, das ist einfach ein Programmierfehler in dem Gerät. Kann ich Wevo darauf aufmerksam machen, wenn es da irgendwo doch einen Fehler von meiner Seite gibt, mache ich natürlich sofort ein neues Video, in dem ich das zeige und erkläre. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, von wegen für den Preis liefert das Gerät eine Menge. Stahl, Aluminium klappt wirklich sehr gut. Mit der Spot-Funktion, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, ähnlich wie bei dem Druckminderer, dass der nicht an die normalen europäischen Gasflaschen dran passt. Aber ansonsten ist es natürlich ein sehr, sehr schönes Gerät. Und für den Preis, denke ich mal, kann man da nichts verkehrt machen. Dazu muss ich euch aber noch eine zweite kleine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich noch ein weiteres Gerät in dem ähnlichen Preisbereich. Wird ungefähr so 50 Euro teurer sein. Nagelt mich da nicht genau drauf fest. Das hatte Weldinger mir mal zum Test gegeben. Da warte ich immer drauf, dass das demnächst kommt. Das ist ein Weldinger Wix-Schweißgerät. Das soll dann auch wirklich in dem ganz günstigen Bereich unterwegs sein. Und das Gerät hat es wirklich auch in sich. Hat auch eine Spot-Funktion, hat Puls, hat alles, hat eine komplette Schweißrampe. Hat hier zwar keinen digitalen Display, aber so ein sehr
schönen übersichtlichen Display. Man sieht hier Spot-Funktion und das Gerät hat sogar einen temperaturgesteuerten Lüfter. Also wenn es das bei Weldinger zu kaufen gibt, hoffe ich natürlich, dass ich nochmal ein Muster kriege. Das ist ein Gerät, das ist ein Vorseriengerät. Das wird optisch sicherlich noch mal ein bisschen anders aussehen. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wenn das Gerät kommt. Und dann werde ich dazu natürlich ein schönes Video machen. Vielleicht ist das dann ein interessantes Gerät, wo man dann ein Vergleichsvideo sogar mit dem anderen Gerät macht. Das wollte ich euch auch noch mal ganz kurz mitnehmen. Soll, wie gesagt, so um die 450 kosten. Wird da mit den Möglichkeiten absoluter Preisschlager sicherlich auch werden. Und da funktioniert dann die Spot-Funktion einwandfrei. Zumindest bei dem Testgerät, da hat das alles sehr, sehr schön funktioniert. Habe ich vor ein paar Wochen ein bisschen mit rumgeschweißt und jetzt warte ich sehnsüchtig, dass dieses neue Gerät auf den Markt kommt. Weiß noch nicht genau, wann das ist. Denke mal, die nächsten 1-2 Monate oder so wird das bestimmt kommen und dann können wir da ein schönes Vergleichsvideo machen. In diesem Sinne, ich verlinke das Vevo-Gerät hier unter. Das Vevo-Gerät gibt es auch als DC-Gerät, also ohne Aluminium zu schweißen. Und da kostet es jetzt, glaube ich, 190 Euro oder so. Also sind unschlagbar günstige Geräte, paar kleine Defizite. Aber am Ende des Tages muss man sagen, schweißen können die Geräte. Das funktioniert wirklich sehr gut. Das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen.